Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind gerade dabei, Truppen zusammenzusammeln. Für den nächsten Angriff auf die Untoten, die wir hier beschworen haben. Ja, damit wir uns hier rauskämpfen können. Aber ist noch ein ganz schönes Stück, wobei hier die Ketzer-Skelette und die Plagen des Mosaiks, die gehen noch einigermaßen. Die Magier sind ein bisschen schlimmer. Die alte Mumie vielleicht noch mit Level 41. Und diese Grand Mal und Petit Mal oder Mal oder wie man sie auch immer nennt. Die sind dann noch so ein Problemchen. Hm, eine große Ordensrüstung. Heilung 14. So, den kann ich wohl nicht mehr. Nee. Es sind so viele Gegner in der Nähe, die ich jetzt vermeiden möchte anzulocken. Ja, wir müssen halt noch warten ein bisschen. So, Havocs. Also 10 Units kann ich noch machen, weil 12 Nekromanten müssten wieder auferstehen. Bei der nächsten Nacht. Haben wir mal noch ein paar Todesritter. Und ein paar Schattenklingen raus. Und da sollten wir versuchen, ob wir ein paar von den Untoten hier, also vielleicht wenigstens die 5 Ketzer-Skelette, oder sind sogar 2 alte Mumien, dass wir wenigstens die hier rauslocken können. Hm, das ist gut. Die Rune ruft. Zu Befehl. Wir haben mittlerweile 6 von 15, also fehlen uns noch 9 Schädelmünzen. Ja, den Schatzbrief können wir demnächst verkaufen. Wir haben schon Schattentrickser und Torwächter hat Dekopuppen. Das heißt, es fehlt uns noch der Held. Der Held, der Mentor und der Erzmagier.
Schlüssel zum Gefängnis. Zu welchem Gefängnis war das nochmal, der Schlüssel? Weiß ich jetzt schon gerade gar nicht mehr. Oh, ach ja, Ledermäuse. Könnten wir auch nochmal neue holen. Die sind nämlich auch alle gestorben, fällt mir gerade so auf. Wir haben noch Skelette und ein paar Todesritter und ein Kriegsherrn in unserer Nahkampftruppe. Noah macht uns stärker, Meister. Die können zwar fliegen, aber sie können doch nicht wirklich fliegen. Den Turm brauche ich auch nicht mehr, den kann ich abbeißen. Lassen wir sie nicht mit uns. Die Schlacht ist nahe. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da durchgebrochen sind. Oh, wir haben jetzt 10.000 Nahrung, die uns nichts bringt. Genauso haben wir 18.000 Steine. Schläge? Um lieber kämpfen! Die Rune befiehlt? So, sollen sich mal alle an Ump halten? Für die Macht Nors! Dann versuchen wir vorwärts, mal, Krieger. Die Ketzer-Skelette rauszulocken. Vorwärts, Krieger! Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Und dich zermalmen. Die Linien dürfen nicht brechen. Umball ist kaputt. Ein feiger Angriff. Nor wird uns rächen. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Die Rune befiehlt. Ein feiger Angriff. Sie sind überall. Eure Gegenwehr ist vergebens. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Nor wird uns rächen. Sie sind überall. Eure Gegenwehr ist vergebens. Oh. Haltet durch, Männer. Okay, wir haben... Der Tod ist nur der Anfang. Hey, halt doch still. Ein feiger Angriff. Wir haben oben verloren. Die Linien dürfen nicht brechen.
Der Tod ist nur der Anfang. Eure Gegenwehr ist vergebens. Schlagt sie zurück! Ein feiger Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Sie sind überall. Ist die Frage, kriegt ihr überhaupt was tot? Die Linien dürfen nicht brechen. Ein feiger Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Der Tod ist nur der Anfang. Feindlicher Angriff. Die Linien dürfen nicht brechen. Ein feiger Angriff. Nor wird uns rächen. Nor wird uns rächen. Sie sind überall. Ein ehrloser Hinterhalt. Nor wird uns rächen. Eure Haltet Gegenwehr durch, ist vergebens. Verstärkt die Linien dürfen die nicht brechen. Nor, vorwärts, Krieger. Schließt die Reihen. Der Tod ist nur der Anfang. Also irgendwie stirbt hier gerade wirklich alles. Ein ehrloser Hinterhalt. Ein ehrloser Hinterhalt. Schlagt sie zurück! Nor wird uns rächen. Haben wir überhaupt was tot gekriegt? Ich glaube, wir haben nichts tot gekriegt. Nein, es lebt tatsächlich noch alles und... Was? Was? Pumpmüde. Okay. Ich glaube, das war nicht so toll. Ich glaube, wir brauchen wirklich mehr Feuerkraft. Das Problem ist, ich komme auch hier einfach nicht einfach so raus.
Gebt euren Befehl. Krieger! Für die Macht Die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten.